Stell dir vor, du trainierst deine Muskeln. Jedes Mal, wenn du sie unter Belastung setzt, werden sie stärker, denn dein Körper passt sich ja an, weil er unter Stress steht. Und genau das ist Antifragilität. Systeme, die durch Druck und Herausforderungen nicht nur überleben, sondern sogar stärker werden. Und genau das Gleiche passiert auch bei Bitcoin. Heute werfen wir mal genau auf dieses Thema einen Blick, nämlich welche Gründe dafür sprechen, dass eben Bitcoin antifragil ist, unter anderem die Dezentralisierung, die starke Volatilität des Preises und natürlich auch die technologischen Innovationen, aber auch, wieso eure Fehler, die ihr zum Beispiel eurer Reise, eurer Entdeckung von Bitcoin gemacht habt, auch dazu beitragen, dass eben Bitcoin langfristig widerstandsfähiger bzw. sogar antifragil wird. Antifragilität ist ein Begriff, der von Nassim Nicholas Taleb, das ist ein Autor, insbesondere in seinem Buch Antifragilität, Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen, geprägt wurde und beschreibt eine einzigartige Eigenschaft von Systemen wie beispielsweise auch Bitcoin. Diese Systeme profitieren nicht nur von Stress und Chaos, sondern werden dadurch sogar noch stärker. Aber was genau bedeutet das im Vergleich zum Beispiel zu Konzepten wie jetzt Widerstandsfähigkeit, Resilienz oder Robustheit, die man ja normalerweise kennt? Und hier gibt es ein paar schöne Beispiele. Fragile Systeme sind unter anderem so etwas wie zum Beispiel Glas. Denn Glas zerbricht ja unter Druck, denn Glas kann diesem Stress, also diesem Druck, nicht standhalten und wird dann dabei zerstört. Robuste Systeme hingegen, wie zum Beispiel ein Stein, widerstehen diesem Druck ja relativ einfach und halten auch Stand, aber sie bleiben unverändert, das heißt, sie entwickeln sich nicht dabei. Sie sind dann widerstandsfähig, aber nicht verbesserungsfähig. Resiliente Systeme, wie beispielsweise ein Baum, der jetzt bei einem großen Sturm zum Beispiel zerstört wird, wird wieder aufgerichtet, es wachsen wieder neue Blätter nach. Er erholt sich dadurch natürlich von diesen Rückschlägen, aber er kehrt dadurch nur in Anführungszeichen zu seinem ursprünglichen Zustand zurück, wird dadurch aber nicht besser. Antifragile Systeme jedoch gehen noch einen Schritt weiter. Sie wachsen und verbessern sich sogar durch diese Störung oder Herausforderung. Ein perfektes Beispiel dafür kennen wir wahrscheinlich alle, nämlich unsere Muskeln. Wenn wir sie belasten, beispielsweise durch Sport, indem wir trainieren gehen, laufen gehen oder was auch immer, dadurch werden sie ein klein wenig zerstört, aber diese kleinen Zerstörungen sind nicht schlimm, denn das ist die Grundlage dafür, dass die Muskeln dann wieder stärker nachwachsen und wir dann eben unsere Muskulatur aufbauen. Und diese antifragilen Systeme gehen da also nicht nur unbeschadet heraus aus diesen ganzen Stresssituationen, wie beispielsweise den Sport, sondern sie profitieren aktiv davon. Und genau das passiert auch bei Bitcoin, denn anstatt unter dem Druck von Marktvolatilität, diesen ganzen regulatorischen Eingriffen von außen, der Beschreibung oder Kritik von den Medien oder auch von den Fehlern von Nutzern, beispielsweise wie euch, die oder ich, die ich früher auch schon mal gemacht habe oder wahrscheinlich auch heute noch mache, wird Bitcoin nicht zerbrechen. Denn Bitcoin wird durch diese Herausforderung, also diese äußerlichen Faktoren, sogar noch stärker. Und genau dieses Konzept der Antifragilität, dass eben Bitcoin sogar noch stärker aus diesem Problem herauskommt, unterscheidet Bitcoin von den aktuell traditionellen Systemen. Und genau das schauen wir uns nun einmal im nächsten Schritt genauer an. Der erste Grund, warum Bitcoin antifragil ist, ist unter anderem die Dezentralisierung. Darüber haben wir im Podcast ja auch häufiger schon gesprochen. Denn während zentrale Systeme wie beispielsweise unsere Banken oder die Börse von einem einzigen Kontrollpunkt gesteuert wird, beziehungsweise sie darauf angewiesen sind, denkt an eure Sparkasse um die Ecke, da gibt es eben nur ein Unternehmen, was dahinter steht. Und daher ist das Ganze eben anfällig für Angriffe und Ausfälle. Denkt daran zum Beispiel, dass der Server oder eben die Infrastruktur der Sparkasse ausfällt, dann haben natürlich alle Kunden ein großes Problem und ist eben dadurch einem Risiko ausgesetzt. Bei Bitcoin gibt es eben diesen einen zentralen Punkt nicht, denn wir alle wissen, Bitcoin ist eben auf mehrere tausend Computern weltweit verteilt, beziehungsweise wird dadurch betrieben und dadurch ist es gar nicht so schlimm, wenn ein Teil dieses Netzwerks angegriffen wird. Dabei spricht man zum Beispiel auch von den Full Nodes, die jeder von uns betreiben kann, um zum Beispiel die gesamte Blockchain zu speichern und diese auch unter anderem natürlich die Transaktionen zu überprüfen oder auch die einzelnen Mining-Unternehmen. Und wenn da ein Teil dieses Netzwerks angegriffen wird, beispielsweise meine Full Node geht kaputt oder ich habe zu Hause einen Stromausfall, bleibt ja der Rest davon relativ unbeschadet, weil das ganze Netzwerk nicht betrifft. Und bei Bitcoin gibt es eben keinen zentralen Punkt, den man ausschalten könnte, den zum Beispiel gerne ja die Politik teilweise oder auch die Medien gerne mal machen würden, um einfach mal drauf zu drücken und sagen, okay, Bitcoin ist vorbei. Genau das funktioniert nicht. Und umso mehr dieser kleinen Anteil des Netzwerkes gibt, also umso mehr Teilnehmer es gibt, die zum Beispiel eine Fullnode laufen lassen, betreiben, umso mehr Mining-Unternehmen es gibt, umso mehr Nutzer es gibt, umso schwieriger wird das Ganze ja abzuschalten. Denn vorher war das ja so, umso kleiner das Netzwerk ist, ganz am Anfang zum Beispiel, war es ja noch in Anführungszeichen relativ einfach, Bitcoin aufzuhalten, aber Bitcoin ist immer größer geworden und dadurch auch immer schwieriger,
wiederum abzuschalten. Deshalb kann man davon sprechen, dass Bitcoin eben eine Antifragilität aufgebaut hat. Was meine ich damit? Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der große Zusammenbruch der Kryptobörse FTX 2022. Vielleicht habt ihr davon das schon was mitbekommen. Das war eine zentrale Börse, auf der ihr Bitcoin kaufen und verkaufen konntet. Und natürlich haben dort viele Menschen ihre Bitcoin auch aufbewahrt, also gehalten. Genau das, wovor man ja die ganze Zeit warnt und vor allem auch wir warnen. Und diese Börse wurde eben dann insolvent, weil viele Millionen Dollar verschwanden und auch da einige Sachen im Hintergrund passiert sind. Und trotz dieses starken Schocks, denn der Bitcoin-Preis ist damals in kurzer Zeit relativ stark abgefallen, ist das System nicht geschwächt worden, sondern sogar im Gegenteil. Viele Menschen haben nämlich dann dadurch verstanden, dass die wahre Stärke von Bitcoin in seiner dezentralen Natur liegt. Also genau das, dass ich meine Bitcoin selbst halten kann. Und sie haben dann eben begonnen, ihre Coins von diesen Plattformen abzuziehen, weil das passiert natürlich auch bei anderen Plattformen möglicherweise, und sie dann eben bei sich zu sichern und eben nicht diesen Drittparteien wie beispielsweise Börsen zu vertrauen. Und dieses Ereignis ist also so gesehen nicht, dass Bitcoin dadurch geschwächt wurde. Auf den ersten Blick natürlich ja, weil der Preis untergefallen ist. Das System selbst wurde dadurch aber wahrscheinlich sogar noch stärker. Das heißt also, die Nutzer haben aus ihren eigenen Fehlern gelernt und haben dadurch eben Bitcoin noch widerstandsfähiger für die Zukunft gemacht, sodass dieses Problem hoffentlich in Zukunft weniger bzw. selten auftreten kann, weil die Menschen eben aus ihren Fehlern gelernt haben. Und das kann man eben auch als Antifragilität Bitcoins bezeichnen. Der zweite Grund, warum Bitcoin als antifragil bezeichnet werden kann, ist seine Volatilität, also die starke Preisschwankung. Während ja viele diese heftigen Preisschwankungen ja sogar als Schwäche sehen, sehen viele Menschen wiederum das sogar als Zeichen von Stärke. Denn so wie unsere Muskeln, die ja auch angetrieben werden, dadurch, dass wir sie immer wieder anstrengen und dann das Ganze wieder erholen, treibt auch diese Volatilität Bitcoins das Interesse an Bitcoin natürlich selbst an und bringt dadurch Wachstum, weil es eben neue Nutzer dazu bringt. Denn jedes Mal, wenn der Bitcoin-Preis stark schwankt, beispielsweise nach unten geht, aber insbesondere auch, wenn er stark ansteigt, sorgt das für eine große Aufmerksamkeit, vor allem in den Medien. Und diese Aufmerksamkeit führt natürlich dazu, dass neue Menschen auf Bitcoin aufmerksam werden und dann natürlich hoffentlich auch Bitcoin kaufen. Und das wiederum stärkt natürlich auch wieder das Netzwerk, denn die neuen Nutzer bringen natürlich mehr Geld, also mehr Investitionen, aber auch fördern dadurch die Entwicklung von neuen Innovationen. Es gehen neue Börsen an den Start, es werden neue Produkte hergestellt, es werden neue Bildungsinhalte geschaffen. Das heißt, umso mehr Menschen dazukommen, umso besser versteht man vielleicht auch Bitcoin, weil insgesamt das ganze System weiter anwächst. Und noch ein schönes Beispiel, wie ich finde, und das habe ich in den letzten Jahren gelernt, seitdem ich bei Bitcoin dabei bin, ist Bitcoin wie ein Muskel, und ich nehme das Beispiel hier wieder, der nach einem intensiven Training wächst. Und so kommt auch Bitcoin nach jedem Preisrückgang gestärkt zurück. Das heißt, ich gehe jetzt zum Training, meine Muskeln werden angestrengt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt platt bin, ich bin müde, aber dadurch wird mein Muskel ja gestärkt, weil denn der Muskel kommt ja stärker zurück. Das heißt also, er wächst. Und das Gleiche gilt auch für die Zyklen bei Bitcoin. Wie wir wahrscheinlich alle schon in den letzten Jahren gesehen haben, hat Bitcoin einige Rückschläge hinter sich, hat sich aber jedes Mal wieder erholt und der Preis ist immer wieder weiter angestiegen. Und das Ganze führt meistens dazu, dass sogar das Vertrauen sich in Bitcoin festigt, weil man dann irgendwann sagt, hey, jetzt ist Bitcoin schon das dritte, vierte Mal, fünfte Mal wieder zurückgekommen. Da muss ja irgendetwas dahinter sein. Und das zeigt ja auch wiederum an alle anderen da draußen, die vielleicht sich mit Bitcoin noch nicht auseinandergesetzt haben, dass Bitcoin irgendwie in der Lage ist, immer wieder rauszukommen aus diesem Problem und dann wiederum von diesen Widrigkeiten sogar zu profitieren, weil eben neue Nutzer dazukommen. Ich hatte es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, aber ein wirklich häufig übersehener Aspekt von Bitcoins Antifragilität ist vor allem die Rolle, die die Fehler der Nutzer selbst spielen, also zum Beispiel auch euch. Denn in den Anfängen von Bitcoin haben viele Menschen sehr, sehr teure Fehler gemacht. Sie haben zum Beispiel ihre privaten Schlüssel verloren, sie wurden gehackt oder sie sind zum Beispiel auf betrügerische Projekte reingefallen, also sogenannte Scams. Und ihr kennt ja wahrscheinlich diese ganzen Medienberichte, dass da irgendjemand Millionen auf einer Plattform verloren hat oder dass diese Person immer noch auf der Müllhalde rumkraxelt, um eben seine privaten Schlüssel bzw. sein Wallet zu finden. Und das sind aber alles Fehler, die dazu beigetragen haben, dass eben die Bitcoin-Nutzer und vor allem aber auch die Technologie, also die Produkte, die Anwendungen, die Dienstleistungen, die wir bei Bitcoin jetzt haben, widerstandsfähiger geworden sind, weil man eben aus diesen einzelnen Fehlern von früher gelernt hat und eben versucht nun, diese Fehler nicht wieder zu begehen. Und jeder einzelne Fehler von jeder einzelnen Person hat nicht nur einen Vorteil in Anführungszeichen für diese einzelne Person gehabt, weil sie sich eben die Finger verbrannt hat und dadurch hoffentlich diese Fehler nicht mehr macht, aber sie hat sogar einen Lerneffekt für die ganze Gemeinschaft, also für die gesamte Bitcoin-Community bereitgehalten. Denn die Menschen haben eben dadurch gelernt, wie man Bitcoin besser aufbewahrt und vor allem auch, welche Risiken man vermeiden sollte.
Und gleichzeitig, wie ich gerade schon angesprochen habe, gibt es eben jetzt neue Produkte. Zum Beispiel Hardware-Wallets sind daraus entstanden. Oder wie ihr eure Wiederherstellungswörter jetzt plötzlich speichern könnt und nicht zum Beispiel nur eine kleine Datei auf eurem Computer habt oder eine lange Zahl. Genau das sind Themen, die daraus entstanden sind, weil eben Menschen damals Probleme hatten und Fehler begangen haben. Diese Fehler sind auf den ersten Blick schlimm für die Person selbst, aber langfristig hilft das wiederum, Bitcoin stärker zu machen und vor allem den Nutzern zu helfen, damit diese Fehler eben zukünftig nicht mehr begangen werden. Und dadurch ist eben das Bitcoin-Ökosystem und insbesondere seine Nutzer sogar noch stärker aus diesem Problem herausgekommen, wodurch man auch hier von dieser Antifragilität Bitcoin sprechen kann. Und ein kleiner Hinweis noch am Rande. Wir werden immer wieder gefragt, wie man unseren Podcast denn unterstützen kann. Und eine Möglichkeit dabei ist, dass ihr Mitglied unserer Patreon-Gruppe werden könnt. Da habt ihr die Möglichkeit unter anderem, dass ihr die Podcast-Folgen im Video- und im Audioformat einen Tag früher und ohne Werbung erhaltet. Und zusätzlich veranstalten Manuel und ich für unsere Stammgäste der Patreon-Gruppe ein monatliches Online-Meetup, bei dem wir uns dann in lockerer Atmosphäre ganz entspannt über Bitcoin unterhalten können. Und wenn ihr Interesse habt, bei unserer Patreon-Gruppe dabei zu sein, findet ihr alle Informationen unter www.bitcoinverstehen.info/patreon. Und als letzten und vierten Punkt der Antifragilität Bitcoins möchte ich den Grund ansprechen, dass es eben ständige neue technologische Innovationen gibt. Ich habe das gerade schon ein bisschen anreißen lassen. Denn so wie es ja auch, ich nehme das Beispiel wieder mit rein, verschiedene Trainingsmethoden bei euch im Training gibt, das heißt, ihr könnt laufen gehen, ihr könnt ins Fitnessstudio gehen, ihr könnt zu Hause etwas machen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, gibt es eben auch bei Bitcoin unterschiedliche Innovationen, die Bitcoin stärker machen und auch vor allem verbessern, beispielsweise das Lightning-Netzwerk oder sowas wie Hardware-Wallets, wie ich es gerade eben schon angesprochen hatte. Und diese beiden tragen natürlich dazu bei, dass Bitcoin insgesamt stärker, besser und natürlich dadurch auch vertrauenswürdiger wird. Nehmen wir beispielsweise mal das Lightning-Netzwerk heraus. Das ermöglicht ja schnelle und günstige Transaktionen und macht dadurch eben Bitcoin auch als Zahlungsmittel attraktiver. Aber Bitcoin selbst ist nicht dafür gedacht, dass man eben diese tagtäglichen weltweiten Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Transaktionen pro Tag durchführen kann. Denn Bitcoin ist vor allem dafür da, dass ihr wirklich sichere Transaktionen durchführen könnt. Und dadurch kann eben Bitcoin auch dieser Herausforderung und beziehungsweise der Kritik widerstehen, dass man eben sagt, Bitcoin kann nicht im Alltag funktionieren, sondern man hat jetzt etwas geschaffen mit dem Lightning-Netzwerk oder auch anderen Möglichkeiten, sogenannte Second-Layer-Lösungen, dass man Bitcoin eben auch in Zukunft hoffentlich auch im Alltag als wirklich attraktives Zahlungsmittel verwenden kann. Und diese Entwicklung als Zahlungsmittel in Verbindung mit der weiteren steigenden Akzeptanz bei den Banken, aber auch Institutionen, wie jetzt zum Beispiel in den USA mit den dieses Jahr gestarteten Bitcoin-ETFs, das sind natürlich alles Punkte, die dazu beitragen, dass das langfristige Vertrauen und natürlich auch die Stabilität des Bitcoin-Netzwerks immer weiter zunimmt. Und das zeigt wiederum, dass Bitcoin auch immer antifragiler wird, weil es eben mit den Herausforderungen, aber auch den Kritiken und auch den Angriffen von außen, da gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, die man hier angehen könnte, immer stärker wird und sogar noch besser herauskommt aus diesem Problem und nicht nur stabil bleibt, sondern antifragiler wird. Zusammenfassend lässt sich jetzt also sagen, dass Bitcoin durch diese Herausforderung immer stärker wird. Die Dezentralisierung macht Bitcoin fast unzerstörbar, was natürlich ein schlechtes Zeichen bzw. eine schlechte Nachricht für alle Kritiker, Politiker oder auch andere Gegner von Bitcoin ist. Als zweites kann man die Volatilität dann eben als eine Art Motor oder auch eine Art Marketingmaßnahme sehen, denn diese Volatilität bringt eben die Menschen zu Bitcoin. Denn hätten wir diese starken Preisschwankungen bei Bitcoin nicht, dann wäre die Aufmerksamkeit für Bitcoin etwas geringer, denn die meisten Menschen kommen eben durch diesen Wunsch nach dieser Rendite, nach diesen großen Zahlen, und da ist halt Bitcoin perfekt, weil es eben diese starken Zyklen hat, das nach oben geht und wieder nach unten geht, und dadurch werden die Menschen angezogen. Und natürlich als letztes sind insbesondere die Fehler der Menschen zu nennen, denn aus diesen Fehlern lernen nicht nur die Einzelmenschen, sondern eben auch die gesamte Bitcoin Gemeinschaft und vor allem auch Unternehmen, die dann dadurch wieder Produkte und Dienstleistungen herstellen, damit eben die neuen zugekommenen Nutzer und Nutzerinnen eben diesen Fehler nicht mehr machen müssen. Und dadurch gibt es eben den Prozess, dass die Personen, die früher zu Bitcoin gekommen sind, bei denen Bitcoin eben noch nicht so stabil ist, bei denen es eben noch nicht so viele Anwendungsfälle gibt, dass die ein größeres Risiko hatten. Und alle anderen Menschen, die eben später dazugekommen sind oder sogar jetzt noch dazukommen, haben ein anderes Fundament, weil sie zum Beispiel andere Bildungsinhalte haben. Sie können von anderen Menschen lernen, welche Fehler denn eben nicht gemacht werden sollten, und sie haben andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Wallet-Anbieter oder andere Börsen, bei denen sie diese Fehler gar nicht machen können, und dadurch wurde eben Bitcoin sogar mit der Zeit noch besser, obwohl es eben diese Probleme gab.
Und aus diesen Gründen kann man eben jetzt Bitcoin als antifragil bezeichnen, weil es eben ein Netzwerk ist, das durch diese ganzen externen Angriffe und Probleme sogar noch besser wird. Und dadurch könnte man fast schon so weit gehen, dass man sich sogar diese externen Angriffe und Kritiken und Probleme bei Bitcoin sogar noch wünscht, damit Bitcoin mit der Zeit eben noch stärker und widerstandsfähiger wird. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn eben noch mehr Nutzer dazukommen, wenn Bitcoin eben noch eine längere Geschichte hat, was dann mit Bitcoin passiert mit der Zeit. Denn ihr könnt davon ausgehen, dass Bitcoin mit der Zeit sogar noch antifragiler wird und dadurch noch stärker wird. Wenn euch dieses Thema Antifragilität nun genauer interessiert, kann ich euch nur das Buch von Nassim Nicholas Taleb ans Herz legen und auch weitere Artikel, bei denen wirklich das Antifragilitätsthema mit Bitcoin zusammengebracht wird. Genau die habe ich euch unten verlinkt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr keine weiteren Videos von uns und auch Podcast-Episoden verpassen möchtet, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer dafür, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Und wir hören bzw. sehen uns dann hoffentlich bald wieder bei der nächsten Podcast-Folge oder bei unserem nächsten Video. Bis dahin, ciao!